Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem weiteren Developer Insight React Video Dings. Dieses Mal bin ich deutlich aktueller, denn das Video kam erst vor einer Stunde raus und heute geht es um die Fair Play Task Force, also wie Crytek weiterhin gegen Cheater vorgehen möchte oder gegen Toxic Leute. Vielleicht wird das Report-System angepasst, mal schauen, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier ein 6-Minuten-Video und der gute David lächelt mich hier schon an. Und ich bin sehr gespannt, was er mir zu erzählen hat. Dieses Mal mache ich schlauer. Diesmal mache ich die Untertitel an. Das macht es nämlich für euch und für mich einiges einfacher. Deutsch gibt es leider nicht, aber wir haben Englisch und es ist auch nicht auto-generated. Das heißt, die passen auch. Alrighty. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich bin sehr gespannt, was sie dieses Mal zu sagen haben. Ich muss sagen, ich bin bisher sehr beeindruckt. Wirklich, jede Woche kommt ein neues Update-Video. Es ist geil, sie halten ihr Versprechen. Finde ich sehr nice. Hi, I'm David Fifield, the General Manager for the Hunt Franchise. Hallo David. We're here to discuss our Fair Play Task Force, what they've been up to and what's in the works going forward. Ich bin gespannt. Our Fair Play Task Force formed this past winter after some new hires were brought up to speed on the current lay of the land. The first step they took was upgrading Hunt from an old. Also sie haben auch neue Leute angeheuert extra dafür. To speed on the current lay of the land. The first step they took was upgrading Hunt from an older basic form of easy anti-cheat to a more modern level of protection through Epic Online Services. This upgrade okay. Also brought us the capacity for more rapid updates going forward as new cheats are identified and need to be blocked. Aber ist das jetzt schon, also haben die das schon gemacht? Weil es ist immer noch Easy Anti-Cheat oder ist Easy Anti-Cheat von Epic Games? Ich habe keine Ahnung. Aber okay, auf jeden Fall haben sie irgendwas geupgradet, das klingt ja schon mal gut. This is by no means a silver bullet solution, but rather our first step in our plans to heighten protection and have more agility to counter threats as we move forward. Das Problem ist auch, ich glaube, die Entwickler, die können nicht so viel sagen zu ihren Easy Anti-Cheats, weil dann die Cheater und die Hacker eben genau wissen, was sie umgehen müssen oder sowas. Also ich glaube, man muss aufpassen, was man da sagt, so wie ich es mitbekommen habe. Aber ich bin kein Dev, ich habe keine Ahnung davon. Cheatet einfach nicht. Swag. Something else our task force has worked on is investigating and disabling some local file manipulations. Ja, das ist auch so eine Sache. Einige Sachen findet man ja auch gar nicht mehr in den Gamefiles. Es gab vorher so eine Seite, wo du so irgend so eine Datei reinschicken konntest und dann hast du vom Match zuvor, was du gespielt hast, alle Spieler gesehen, auch mit denen du nichts zu tun hattest und deren genaue MMR und sowas. Das war ganz cool, das habe ich hier wieder mal benutzt, aber also unter 10 Mal, glaube ich. Weil es mir eigentlich immer zu dumm war und weil es mich nicht so interessiert hat. Aber es war ganz cool. Das geht gar nicht mehr. An diese File kommst du gar nicht mehr. Und ich glaube, ich habe auf dem Subreddit gesehen, ist noch mehr verschwunden, was Leute benutzt haben. Mal schauen. The first manipulation removed was the ability to turn off shadows to gain unfair advantage over. Du kannst einfach Schatten ausmachen. Ich weiß nicht, warum Leute wirklich, das checke ich aber auch nicht. Wie ernst können Leute ein Spiel nehmen, wo du auch kein Geld verdienen kannst, wie bei CSGO oder sowas, oder CS2 jetzt. Wie ernst kann man dieses Spiel nehmen, dass man sich wirklich antut, dass es aussieht wie Grütze? Alter, deine Hand sieht schlimmer aus als Roblox, so wie manche Leute spielen. Das ist so krass. Wenn du die Schatten komplett raus hast, das Spiel sieht so beschissen aus, Alter. Aber das hat einen Vorteil. The next exploit countered was the ability for players to disable on-screen rendering of the hunter's weapons or hands. Ja. Leute haben einfach ohne Waffen und Hände gespielt. Okay. While this feature was initially created to support content creators and fan videos, it was too much of a liability when used for unfair advantages during competitive play. Und andere Leute leiden darunter. A related and open topic currently under equal scrutiny is the NVIDIA Profile Inspector. While we are actively evaluating if the impact is significant enough to broadly label it an exploit, we can say that the use of the profile inspector is detectable, and in obvious cases of abuse, we are already taking action on those offenders. Ja, ich glaube, dieses Nvidia-Ding, ich glaube, weil Hunt hat ja keinen Farbblind-Modus. Ich glaube, Leute, die halt das einfach nur dafür benutzen, weil sie einfach farbenblind sind und halt ne, bestimmte Sachen gerne erkennen wollen würden. Es gibt ja auch, Hunt ist ja sehr viel rot zum Beispiel.
Grün nicht so viel, aber sehr viel Rot. Und ich meine, eine Rot-Grün-Schwäche ist jetzt nicht so selten. Deswegen, eigentlich jetzt mal Zeit, dass die einen Farbblind-Modus machen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn du es dafür benutzt, ist es okay. Sollte okay sein. Ist, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, wie viel du überhaupt machen kannst. Ich kriege immer nur mit auf Social Media davon. Aber es war halt, ne, das Gute. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt, weil es schon so lange nicht mehr gibt. Ich habe vergessen, wie man das nochmal genannt hat. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Es gab irgendwas, womit man die Farben und irgendwas manipulieren, dass du deutlich mehr gesehen hast. Wie hieß das nochmal? Mich nervt das. Wenn es mir irgendwann einfällt während des Videos, werde ich sagen, dann schrei ich es plötzlich raus. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ping Limits and Cross... Oh, das kommt hier auch. Oh, Ping Limits and Cross Region Play. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist ein Hot Topic. Das ist ein richtiges Hot Topic. Für mich gar nicht. Ich cringe immer ein bisschen, wenn Leute rumheulen wegen Ping oder sowas. Ist mir auch egal, wenn ich Chinesen wenn ich Chinesen auf meinem Server habe oder sowas. Klar, wenn ich übelsten Delay habe, dann erwähne ich das und denke mir auch, was hast du für einen Ping? Aber ich sag, also deswegen sterbe ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, was wirklich Sache ist, aber ich glaube nicht an sowas wie Ping-Vorteil oder wirklich Nachteil in Hand. Ich glaube, das macht so wenig Unterschied. Es ist einfach nur, es fühlt sich halt nicht geil an. Also das ist dieser, was mich mehr stört. Es fühlt sich nicht geil an, auf jemanden zu schießen und es verzögert, den Hitmarker zu kriegen. Oder andersrum, dass ich an Schuss ja und plötzlich sterbe oder ganz schlimm bei Trades. Aber im Endeffekt, wenn der Ping alles gepasst hätte, wären wir sowieso beide gestorben an dem Trade. Bloß hätte es sich nicht so scheiße angefühlt, was nicht so delayed gewesen wäre. Zumindest glaube ich, dass es so funktioniert. Aber ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil da heulen die Leute richtig heftig rum. Also, vor allem auf dem Subreddit. Holy shit. Da geht's wirklich ab. Schon seit einer Weile. We are revisiting the ping limits and intend to make them more stringent, both in terms of the servers you're allowed to launch. Ja, also die ping limits, die sie damals gemacht haben, was von 220 ms. Also, das hätte man sich auch sparen können. Ich glaube, es sind 220 ms oder sowas. Das hätte man sich auch sparen können. Das hat dies gebracht, das hat gar nichts gebracht. And the servers you're allowed to cross over to when matching with friends. These new limits will have an upper boundary that groups are not allowed to cross. Our intention is to keep matches as fair as possible while still allowing friends to game together. However, if you are on opposite sides of the world, you may no longer be able to play with specific friends after these upcoming changes. When a date and new limits are established, we will share them through our social channels. Ah, okay. This summer, we are increasing the number of available servers in overloaded regions, as well as revising the back-end traffic patterns for cross-region players. This is not going to result in a hard region lock, as some players call for, but we do expect it to lower the frequency of facing opponents in your local regions who have high pings and are playing from far-off connections. Whoa, okay, das war jetzt ganz schön viel Info, Alter. Das ist crazy. Ich hab bei Fairplay Task Force nicht das erwartet, muss ich sagen, dass wir hier so Ping Limit und Crossplay oder Cross Region Play Infos kriegen. Also ab Sommer 24 Update, ich weiß nicht, ob das jetzt das kommende Update am 15. August ist, das denke. Mehr Server, das ist geil. In Overloaded Regions, dann haben wir vielleicht EU 1 und 2 und sowas. Ich weiß nicht, ob EU Overload ist, ich weiß, dass EU und US, ich weiß nicht, ob es bei US 1 glaube ich, zwei Server. Ich glaube, US East ist, glaube ich, deutlich mehr gefüllt. Ich weiß nicht, ob wir dann zwei Server kriegen jeweils. Interessant. Aber ich meine, wenn die Server durch besser werden, ist immer gut. Und revising the Backend Traffic Patterns for Cross-Region Players. Bin leider zu laienhaft. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und gerade sackt auch mein Englisch rein, weil ich gerade nicht weiß, was revising heißt. Moment, ich schaue mal schon nach. Überarbeiten. Es heißt einfach nur überarbeiten. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Ist bestimmt gut. I guess, super cool. Falls ihr Leute habt auf der anderen Seite des Globus, sagt man das so im Deutschen überhaupt, auf der anderen Seite der Erde und ihr wollt weiter mit denen spielen und das geht dann vielleicht nicht mehr, dann ist natürlich echt scheiße. Das ist dann echt kacke. Aber ich denke, das wird echt wenig Leute treffen. Da bin ich gespannt, ob sie wirklich China Region locken, so wie es so viele Leute wollen. Mal gucken. Und ich hoffe, dass Afrika einen eigenen Server kriegt, weil ich habe mitbekommen, in einem Psychoghost-Video war es, glaube ich, dass da auch gerade irgendwie eine Petition oder irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die Leute aus Afrika ihren eigenen Server und ich hoffe mal, dass sie den noch kriegen. So schön wäre natürlich schön. This is not going to result in a hard region lock, as some players call for. Achso. Er sagt ja, okay, es ist kein China Region Lock.
do expect it to lower the frequency of facing opponents in your local regions who have high pings and are playing from far off connections. Also, wenn jetzt mein Nachbar übelsten Ping hat, wird er nicht mit mir spielen können. I guess. Verstehe es nicht so ganz, aber klingt gut. Also wenn ich einen High-Ping habe, darf ich nicht spielen. Oder mit wem darf ich dann spielen? Es klingt halt so, als würden die immer noch spielen können, aber nicht mit mir. Mit wem spielen die dann? Keine Ahnung. So viel Technik-Zeug. First of all, please use the in-game reporting tools. They are reviewed daily, and the information in those reports serves as the foundation of regular actions taken by the customer service and Fair Play Task Force members. Many future initiatives. Also in-game reporting bringt was, Leute. Es bringt was, tatsächlich, anscheinend. Will look at the database of all reports across time as the backbone for a healthier system going forward. Please avoid rage reporting opponents who simply outplayed you, got a lucky shot, or executed a skillful wall bang. If you're unsure, spectate your opponent for clear evidence of cheating before you report. Geil. Das ist so schön. Das ist so, die Nette zu sagen, geht gut. We understand this is a delicate topic, but the most helpful reports are the ones that state facts and not opinions. Please pay yourself and our staff the respect of being as precise and to the point as you can without devolving into toxic commentary. Yep. A recent exploit to put certain characters in your game ID to prevent reporting has also been identified. Zeichen. Buchstaben. Also, ne, nicht. Ich dachte, Charakter. Warte, was? Zeichen, Schriftzeichen, dass man gar nicht reporten kann. Also werden wir vielleicht nicht mehr nur Kästchen sehen. Wow. Reporting has also been identified. We're prioritizing this issue and when ready, we will deploy a backend fix with no client update needed to remove any such characters from existing IDs as well as prevent their future use. Beyond in-game reporting, if you have a desire and the means to go above and beyond, please do send your reports to customer support. Aber bitte, videos are of course the best form of proof to offer, along with succinct details of the mission. If you report through customer service and include your own game ID, the exact time, the time zone, and the server region in which the incident occurred, we can pull all the relevant data, regardless of hidden statistics or player name manipulations. Okay. Also. Erstens, schön, dass In-Game-Reporten anscheinend funktioniert und dass man das nicht abusen soll, ist ja logisch. Wenn ihr, auch Leute, wenn ihr reportet, nicht einfach nur Cheating machen, sondern schreibt rein, ESP, Wallhack, shot me through a wall, irgendwie sowas. Ich glaube, ihr könnt es auch auf Deutsch schreiben, ich weiß es nicht. Also seid, ne, wie er gesagt hat, seid präzise, was genau passiert ist, damit sie auch besser darauf achten können, was das Problem ist. Und was ich aber wirklich sagen muss, also es ist wirklich schön, dass ihr hier diese Website habt. Aber haut die doch bitte in-game. Verlinkt die wenigstens in-game. In-game, ein Button, der mich auf diese Seite bringt. So viele Leute wissen nicht mal davon. Die gehen auf Subreddit, die gehen auf Discord und reporten da die Leute, wo dann Reddit-Mods und Discord-Mods das kriegen. So, ja, was sollen die damit? Das bringt nichts. Macht einen Link im Spiel, der mich auf die Seite bringt. Wenigstens. Wenn ihr das weiterhin behalten wollt. Das funktioniert auch. Ich habe Leute reportet. Ich habe deren Steam-ID weiterhin behalten und habe dann geschaut, ob die gebannt wurden. Wenn man sieht, ob die einen Game-Ban kriegen. Die kriegen keinen Wack-Ban. Die kriegen einfach nur einen Game-Ban. Es funktioniert. Aber bitte über das Spiel am besten irgendwie sowas einbauen. Wenigstens einen Link zu der Seite. Und was mich gerade extrem wundert, dass ich da meine eigene Steam-ID eingeben kann, weil es hieß eigentlich von dem anderen Spieler. Aber das ist wichtig. Die Exact Time. Timezone. Oder haben sie das überarbeitet? Warte mal, ich muss mal kurz anhören. Das alles konntest du vorher jetzt so nicht angeben, außer du hast es vielleicht manuell reingeschrieben. If you report through customer service and include your own game ID, the exact time, the time zone and the server region in which the incident occurred. Okay. Okay, ja gut. Super. Das werde ich dann auch mal machen. Also Leute, wenn ihr reportet, macht das. Dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall was bringen. Wenn die Person wirklich am Cheaten ist. We can pull all the relevant data, regardless of hidden statistics or player name manipulations. Ja. Okay, nice. Vielleicht aber dennoch das noch überarbeiten, dass einfach die Leute die Stats nicht mehr so halten können. Ich weiß nicht, diese Hidden Stats, ich check's, vor allem für Streamer, ich check's, dass Leute einfach nicht genervt werden, dass nicht plötzlich irgendwie die geedit werden, damit es dann heißt, hey, das ist nur 0,2er, du bist so schlecht. Ich check's. Aber es ist auch andererseits irgendwie nervig. Ja, ist ein schwieriges Thema. Früher gab's das nicht. Hätte einfach dabei bleiben können. Aber ja, solange das Reporting hier funktioniert, ist mir im Endeffekt egal, ob jemand seine Stats hidet oder nicht.
We know that for many of you, the system feels like a black box you never hear back from. For this reason, an automated system is in development to report certain actions back to you related to in-game reporting, such as suspensions or bans put into effect on offending accounts if the report was considered legitimate and acted on. Oh my god. Okay. Okay, das ist alles, was ich wollte. Oh, ist das nice. Das habe ich in dem ersten Video, wo ich auf diese Developer-Insider-Videos reagiert habe, genau das habe ich angesprochen. In Rainbow Six Siege ist es so, dass du in-game oben rechts eine Benachrichtigung bekommst, dass ein Spieler gebannt wurde. Du weißt nicht wer, du weißt nicht für wie lange oder sowas, du weißt nur das, was passiert ist. Und sowas machen sie jetzt auch. Geil. Das ist geil. Das will ich haben. Das ist richtig geil. We resume publishing Bandwave report statistics. Das haben sie früher gemacht. Früher gab es report statistics like we've done in the past. Ja, genau. Früher gab es das. Auf der offiziellen Seite gab es dann so ein Blogpost, wo es dann hieß, yo, wir haben so und so viele Cheater gebannt. Gab es seit Jahren nicht mehr. Aber kommt wieder. Cool. Nice. Sehr geil. Ach, schön. Freut mich. We are well aware of the controversies around players being allowed to hide their profile data. Okay, while their platform ID may not always be available to you as players, the in-game reporting system from the team detail screen does not require you to know the platform ID to make a report. There is still a gap with the in-game reporting system where you can't report a player that you've merely spectated. Some interaction is required. We're investigating closing that gap, but do not have an immediate solution to announce yet. Ja, stimmt. Stimmt, das habe ich vergessen. Du musst ja jemanden getötet haben oder von dem getötet werden, um ihn überhaupt reporten zu können. Wie macht man das? Vielleicht beim Spectaten, wo gar nicht erst die Namen siehst, sondern nur Player 1 bis 12 oder sowas. Und dann hast du auf dem Endscreen immer Player 1 bis 12. Vielleicht so. Wäre auch gut, um Streamer zu schützen oder auch für Streamer selbst. Weil bei Streamern ist es oft so, dass wenn sie spectaten, die noch vorher so ein kleines Overlay anmachen, dass unten rechts irgendwas vor dem Namen ist. Wenn man bei Spectaten gar nicht erst den Namen sehen würde, wäre es eigentlich noch besser. Und einfach nur Player 1 bis 12. Und dass du nur die Namen siehst von denen, mit denen du was zu tun hattest. Additionally, the previously client-side attributes file was removed after some legal complications. Das ist das, was ich meinte mit dem, was man reingeschickt hat in diese Seite, um die MMA von allen Spielern zu sehen. Ich glaube, genau das ist das. Ich glaube, das ist genau das. With EU GDPR. Ah. Player data and consent for that data to be published is an evolving topic, and it won't always be immediately clear what the motives are for complaints. Regulations concerning personal data are a hot legal topic, so ultimately the file has been removed from client-side access and will not be returning. Okay. Ist eine legal Sache, können sie nichts machen, jo, wir müssen sie wegtun. Es war nicht so von wegen, ne, wir wollen das nicht, sondern wir müssen. Gib legal shit, Alter. Also, okay, macht Sinn. Macht Sinn, ist eh nicht so wichtig. Hot Take, Leute interessieren sich viel zu sehr für der MMA und sowas. Ist so scheißegal, Alter. Mir ist auch meine MMA so scheißegal. Ich habe keinen Bock gegen 3-Stars und sowas zu spielen, weil ich nicht auf 3-Star-Level bin. Das Niedrigste, was ich in meinen Lobbys haben möchte, ist 4-Star. Ich bin selbst, vor allem in letzter Zeit, häufiger 4-Star. Aber nicht, weil ich mir denke, meine Ehre, mein Ego, ich habe nur 3 Sterne, sondern... Oder ich kill diese Leute und... Also, ich will einfach nice Matches haben. Ich will auch nicht jedes Match stompen. Ich will einen geilen Fight haben. Ich will Action haben. Ich will, dass mein Herz klopft nach einem Fight, so wie ich Hand kennen und lieben gelernt habe. Und wenn ich einfach nur auf fucking 3 Stände Leute stompe, weil die weiß Gott was teilweise machen. Geht nicht für alle. Es gibt doch richtig krasse 3-Stars, wo ich mir denke, was machst du hier in dieser Elo? Aber meistens halt wird halt drauf gestompt und ich hab da keinen Bock drauf. Ich will einen geilen Fight haben. Ist auch geiler für Content, so. Wenn ich ein Video habe, wo es einfach übelst spannend ist, wo nicht nur ich, während ich spiele, total im Tunnelblick bin und übelst angespannt, sondern wenn das so ein spannendes Match ist, dass es sogar sich auf ein Video vielleicht ausbreitet und ihr als Zuschauer das auch mitfühlt, wie geiler, als wenn ich einfach nur eine Montage hochlade, wo ich den Headshot, da zack, Knife, Nate, da mach ich das, bam, bam, ganze Lobby tot. Das ist scheiße. Das ist nicht geil. Das ist vielleicht mal cool, aber... Das ist nur ein kurzer Dopamin-Boost, aber so ein richtig geiler Fight. Danach hast du einen Adrenalinkick und das ist viel geiler. Side access and will not be returning. In closing, we know the discussions around these topics are highly contentious and evoke strong feelings of right versus wrong. Oh ja. And that silence from our side has been mistaken for indifference. Ja, sehr gut, dass sie jetzt endlich was sagen, weil vor allem dieses Thema hier. Boah,
boah, Alter, da ging es wirklich ab. Also da wurde auch richtig, da wurde es richtig racist teilweise in den Comments und sowas. Ich bin ja auch im Subreddit-Mod-Team und viele Leute auf dem Subreddit denken, was so dumm ist, dass wir diese ganzen Posts immer sperren, beziehungsweise, also du kannst sie sperren, sodass man keine neuen Kommentare schreiben kann und, oder du kannst auch gleich löschen. Das machen wir um weiß Gott was, weil wir woke, linksversiffte Leute sind oder weil wir irgendwelche Cheater schützen oder sowas, was so dumm ist, was schon für die Intelligenz für diese Leute spricht. Aber wir machen das, weil das so schnell fucking ausartet, wirklich. Das ist so krass, wie schnell die Leute übelst racist werden gegen Chinese People, gegen Russian People. Das artet so schnell aus. Und unabhängig davon, dass es einfach nicht cool ist, ist mal unabhängig von dem Moralding, dass es einfach nicht geil ist und dass Racism scheiße ist, logischerweise, das Subreddit kann dafür einfach gebannt werden, von Reddit selbst. Das sind fast 200.000 Leute in diesem Subreddit, so. Das kann einfach weg sein, das ist Reddit scheißegal, wenn die da sehen, dass da fucking xenophobic Shit geschrieben wird oder an sich einfach racist Shit und die Mods machen nichts dagegen, ja, dann ist das Subreddit weg. Und wo wollen sie dann rumheulen? Ja. Deswegen wichtig, dass sie darüber jetzt endlich reden. Feedback und Reports finde ich unglaublich geil, aber freue ich mich sehr, dass ich dann mitbekomme, dass mein Report was macht. Das ist ultra geil. Dann reporten die Leute auch mehr, weil das war wirklich so, dass das sich angefühlt hat wie, ja, ich schicke jetzt diesen Report ins Void und es macht vielleicht was, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Nicht jeder speichert sich dann die Steam-IDs und schaut, ob die einen Gameban bekommen haben. Aber war auf jeden Fall wichtig. Ja, gutes Video. With that in mind, we will make Fair Play an ongoing topic for announcements and updates, coming back quarterly with news and plans around the issues, as well as the results we are navigating with the Fair Play Task Force. So, ich weiß nicht, wie ich es schon wieder geschafft habe, fast eine halbe Stunde zu reden. Ich weiß nicht, wie ich es mir wieder schaffe. Wieder geht 6 Minuten, ich schaffe es immer wieder. Gutes Video, wichtiges Video, weil das ist wirklich ein Hot Topic. Das letzte war auch gut mit Data and Learning. Die haben zu lange geschwiegen, Crytek hat zu lange geschwiegen. Die Community wusste einfach nicht, yo, was geht eigentlich ab? Und das ist halt bei Hand die Sache. Früher wurde sehr viel kommuniziert. Deswegen ist der Kern, die seit 6 Jahren dabei sind, mich eingeschlossen, wir sind es gewöhnt, dass mit uns kommuniziert wird. Und wenn da plötzlich einfach Stille ist, fühlt sich das echt scheiße an. Deswegen, das ist geil. Es soll unbedingt weitergehen. Also so ist es wirklich einfach nur nice. Es macht so übertrieben Bock und ich bin so gespannt, was ab Sommer sein wird. Ich hoffe, das Update versauen sie nicht. Also ich hoffe, da funktioniert alles so wie erhofft. Und ich hoffe, dass diese Fairplay Task Force Updates und alles schnell kommt. Denn auch wenn ich nicht so ein Problem habe mit Cheatern, ich weiß, dass es ein Problem ist. Ich weiß, dass viele Leute sich bei jedem Match quasi beschweren und dann werden die vielleicht auch wieder ein bisschen auf den Boden geholt, wenn man weiß, dass wirklich was gegen Cheater unternommen wird. Dass es dann wieder dahin zurückkommt, dass man sagen kann, also ich spiele Hand schon seit, ich habe schon 8000 Stunden und ich habe 5 Cheater getroffen. Also war es vorher. Ich hatte, keine Ahnung, nach 2000 Stunden hatte ich eine Handvoll, so. Wenn überhaupt. Und jetzt nach 3700 oder sowas, keine Ahnung, sind es vielleicht 3 bis 4 Hände, aber ich glaube nicht mal. Deswegen, aber es ist auf jeden Fall mehr geworden. Aber es wäre natürlich schön, wenn es wieder dahin zurückkommt, dass ich dann sage, bei 7000 Stunden, ja, ich habe 3 bis 4 Hände in Cheater getroffen. Okay, ich habe wieder viel zu lange geredet. Ich weiß nicht, wieso geht es wieder für eine halbe Stunde? Aber gut, egal. Tschüss.